Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik, das magnetische Feld. Dieses Mal wollen wir uns ein bisschen ansehen, was passiert, wenn ich so Induktivitäten im Gleichstromkreis betreibe, das heißt ein- und ausschalte. Ich habe da ein kleines Beispiel. Ich habe eine ideale Spannungsquelle, ich habe eine ideale Induktivität, ich habe einen Schalter, der die beiden trennt. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, was passiert, wann ich diesen Schalter schließe. Puck! Müssen wir uns überlegen. Die Induktivität reagiert. Die Induktivität reagiert. Und zwar reagiert sie so, dass eine Induktivität, haben wir mal gehört, nach der Lenzschen Regel, will den verketteten Fluss in ihr konstant halten. Und reagiert mit einer Spannung an der Induktivität. Nun, zu Beginn ist die verkettete Spannung 0. Die Induktivität möchte diese verkettete Spannung auf 0 halten. Ja, und reagiert deswegen puk, mit einer Spannung hier. Es erfolgt UL, ja, ist nach dieser Formel, ja, L mal, und da rennt der Strom I, ja, Delta I durch Delta T. Ja. Machen wir wieder diesen Infinitesimalübergang, steht hier praktisch L mal die I noch dt. Ja. Die Änderungsrate. Okay. Das kennen wir, diese Formel kennen wir, haben wir ja schon einmal hergeleitet. Ja. So, jetzt überlegen wir sich, was da eigentlich steht. Ja. Das UL ist gleich der Änderungsrate, L mal der Änderungsrate des Stromes. Ja. Wenn ich hier diese ideale Spannungsquelle draufschalte, ja, ist UL gleich die mu 0. Okay? Das heißt, wenn ich das hier umforme, ist die Änderungsrate dI noch dt ist UL durch L. Hallo! Ja, es stellt sich also ein Stromfluss durch die Spule ein, dessen Änderungsrate konstant ist. Wenn das UL konstant ist, weil das U0 konstant ist, heißt das, dass die Änderungsrate des Stromes konstant ist, dass der Strom, der da durchrennt, da ist der I, ja, der Strom, der da durchrennt, wird größer, 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 der hört nicht mehr auf. Das heißt, habe ich eine ideale Spule, eine ideale Spannungsquelle, dann wird der Strom da immer wachsen und immer wachsen und immer wachsen und immer wachsen. Ja? Sowas gibt es nicht. Ja? Zum Glück, kann man jetzt sagen, weil wer braucht sowas? Das heißt, im realen Fall, ja, nehmen wir halt wieder eine ideale Spannungsquelle. Ja? Im Realfall wird das Ganze so ausschauen, dass die Spule ist ja mit einer Windung, das heißt, die hat auch einen ohmschen Widerstand R und hat eben ihre Induktivität L. Ja? Das ist ja eigentlich so eine Serienschaltung. Wir haben ja nicht nur ein L. Ja? Dann haben wir hier eben UL und hier haben wir UR, ja? Und hier haben wir weiterhin U0, ja? Und durch die ganze Sache rennt der I durch, da. Hinter der I durch, fertig. Ja. So, gleiches Spiel wie vorher. Gleiches Spiel wie vorher. Das UL ist natürlich ebenfalls L mal die I nach dt. Woher soll das L wissen, dass es noch einen seriellen Widerstand gibt? Ne, das sind ja doch nur blöde Bauelemente und denken nicht darüber hinaus. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Ja. D nach dt. So. Das heißt, im ersten Moment springt hier die Spannung auf einen Wert. Im ersten Moment ist der Strom auch 0. Ja? Das heißt, wie groß ist das UR da? Ja? Ohmsches Gesetz, wichtig, R mal I. Okay. Im ersten Moment, wenn das I 0 ist, ja, dann ist UR 0
Und UL ist wohl das gesamte U0. Ja? Weil es muss ja UR plus UL muss ja U0 ergeben. Ja? Geht ja nicht anders. Ja? Das heißt, hier springt das UL praktisch auf den gesamten Wert. Es stellt sich also eine gewisse Änderungsrate des Stromes ein, aufgrund dieser Formel hier, ja, UL dividiert durch L, ja, gibt es eine gewisse Änderungsrate, das heißt, der Strom wird natürlich steigen. Wenn der Strom steigt, steigt aber auch der Spannungsabfall hier an diesem Widerstand, zum Glück, kann man jetzt sagen, ja, weil dann wird nämlich das UL kleiner. Wenn das UL kleiner wird, ist auch die Stromänderung nicht mehr so stark. Das heißt, der Strom wächst zwar noch, aber nicht mehr so arg. Und dann, das heißt, das UR wächst, aber nicht mehr so arg. Und irgendwann ist das I so groß geworden, dass das UR praktisch das gesamte U0 ergibt. Und das UL 0 ist, und wenn das UL einmal 0 ist, gibt es keine Änderungsrate des Stromes mehr, dann bleibt der Strom konstant. Ja? Dann haben wir praktisch so, wie wenn wir nur das R dahin. Ja? Das heißt, eine Spule im Gleichstromkreis verhält sich im ersten Moment ja wie eine Unterbrechung. Ja? Nimmt die ganze Spannung nimmt die Spule auf, ja? Und dann irgendwann wird es wach. Ja, irgendwann im Laufe der Zeit verblasst praktisch diese Änderungs- oder dieses Widerstreben dieser Spule gegen die Stromänderung, ja, und der Strom ändert sie und dann ändert sie immer langsam und irgendwann hat das R komplett übernommen und das L gibt da Ruhe, weil jetzt ist eigentlich schon, ja, es rinnt der Strom durch, der Verkettungsfluss ist konstant und mehr will die Spule ja nicht. Ist okay, erst ist ein Verkettungsfluss da und der ändert sich nicht. Ich bin zufrieden mit der Welt. Ja? Und das eher sorgt halt dafür, dass der Strom begrenzt bleibt. Aber trotzdem mit realen Spulen so einfach nur an eine Spannungsquelle schalten, da haben wir schon ganz schön höhere Ströme. Ja? Denn nämlich im Endeffekt verhält sich eine Spule dann wie ein Kurzschluss. Also das L ist praktisch weg. Ja? Nach einer gewissen Zeit. Also so funktioniert das mit induktiven Gleichstromkreis. Mit einem idealen Bauelement kann man das gar nicht überlegen, wirklich. Ich brauche da schon ein R drinnen, ein reales Bauelement, dass das irgendwie Sinn ergibt. Also zuerst das UL, ganz groß, und dann übernimmt das UR langsam knappert vom UL weg und irgendwann ist das UL weg und das UR übernimmt das Ganze um Null. Soweit steigt der Strom. Das heißt, der Endstrom, den wir erreichen werden, hier ist praktisch das U0 dividiert durch R. Ja, wenn das UR U0 ist, U ist I, das ist das maximale I, was wir erreichen können. Und wenn das der maximale Steigerungsrate des I ist, ist eben zu Beginn, wenn das UL das U0 ist, ja, haben wir das da. Ja, U0 durch L ist die Änderungsrate des Stromes zu Beginn. Wie das jetzt genau ausschaut, welche Kurvenverläufe wir da hinbekommen mit Strom und Spannungen und so weiter, das werden wir uns im nächsten Video anschauen. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie das ausschaut beim Ein- und Ausschalten von so Induktivitäten. Ganz ähnlich, wie wir es bei den Kondensatoren gemacht haben. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.